Unterwegs ist Delfinio fast tot. Und schon mal was. Mal ein guter Anfang. Oh. Fertig? Das ist dann schon, dass er erst irgendwie da rumläuft und dann das Tor öffnet. Nö, ich mach mal das Tor auf, renn rum, lock alles an, was so da ist. Mhm. Da, du darfst den Boss machen, wenn du schon alles anlockst. Hallo, Boss töten, komm schon auf. Was? Ist auch immun gegen Blitze irgendwie. Ach, immer diese Ausreden, oh, ist immun gegen Blitze, der ist auch immun gegen Blitze, sind alle immun gegen Blitze. Die ganze Welt hat einen Blitzableiter installiert. Im Guide stand, wenn man einen Partner hat, der die anderen killen kann, dann ist das egal. Ja, hast du einen Partner, der die anderen killen kann? Nein. Also. Ja. Du. Kann ich einen Boss und drei Skelettmagier töten? Dann kann man sich ruhig auf Blitze spezialisieren. Kann ich Skillung nicht mal richtig spielen? Ich hätte mich nicht umskillen sollen. Wobei, wir hätten noch schnell tot. Ein Stückchen noch, dann habe ich Level ab. Stirb noch ein paar Mal, hast du den Level down? Nee. Ich hätte schon zwei Level abgehabt. Ich bin so oft gestorben. Ja. Hätte ich den Schied noch weiter aufgebaut, hätte ich noch 20 Level mehr, als ich jetzt habe. Schied, ja. Hast du doch selbst gesagt, dass du gecheatet hast in der Gerätsende? Nein. Doch. Ich hab's auf Video. Die Quest benutzt. Nee, 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 du hast schon gesagt, dass du da nochmal was nacheditiert hast, bitte. Angst. Meine. Guten Tag. Aber sie wert ist, es ist meine. Dann rüste sie aber auch aus. Nein, die ist scheiße. Nicht mal was wert, groß. Muss man neue Tränke kaufen? Was mit der Ausrüstung reparieren? Muss auch Tränke kaufen. Das war ganz schön anstrengend, der Kampf. Nichts gemacht, aber hier auch ein Anstrengend gewesen. Gut, dass man sich heilen kann im Dorf. Sollte man mal abstellen. Wir hätten Hardcore-Modus. Wir hätten sagen sollen, wir spielen bis wir den Hardcore-Modus, so lange bis wir sterben. Mhm. Wäre schneller gegangen. Ja. Machen wir dann, so siehst du. Da gibt's keinen Hardcore, oder? Ne, glaub nicht. Da macht man. Oh, die sind Feuer. Kann ich machen. Die vergiften auch noch irgendwann. Und ich habe ein Level up. So. Gar nicht verdient. Was skillen wir denn jetzt? Skillen wir deine Militärstufe hoch. Millionen. Da hängst da noch einiges hinterher. Ein paar Ideen solltest du auch mal skillen. Oh, hier sind Gespenster. Ja. Ich gehe mal zu Delfinio. Ich hab dir Freunde mitgebracht. Soll es vielleicht aufhören zu skillen? Ja. Nimm mal die Gespenster. Ja. Was anderes geht auch nicht. Das ist so negativ. Typisch Ossi. Es geht nicht. Deswegen ist der Sozialismus bei euch auch gescheitert. Den ganzen Tag nur da saß in den Häusern, boah, es geht nicht. Wir müssen hier arbeiten. Ich dachte, das geht von alleine.
Zu anstrengend. Na toll. Hier kill die Gespenster mal wieder mit. Ich habe eine Sense gefunden. Wie wär's, wenn du für dieses scheiß Gespenst killst? Bevor ich deine scheiß Sense in deinen Arsch stecke. Die macht 37 bis 372 Schaden. Ja, dann kill halt das Gespenst nicht. Kann ich die tragen? Nee. Da, kill doch mal die. Wo ist denn das Gespenst? Ach, da. Ich bring dir noch ein paar mehr mit. Das will ich gar nicht. Oh. Also gesagt, ich bring dir noch ein paar mehr mit. Ein paar. Ein paar mehr. Hast du irgendwelche Probleme? Oh, ich hab Level Up. Schon wieder? Das ist mein zweites Wort. Noch mehr in Vitalität? Noch mehr in Vitalität. Jetzt habe ich 807 Leben. Genau wie mein neuer Schattenmeister. Den muss ich auch nochmal upgraden. Ich hab da noch einen Boss gefunden. Dann töte ihn doch mal. Magst doch Bosse so gern. Oh! Komm! Alter! Mach du den mal. Du sollst auch mal was machen. Ich hab den Boss hier schon getötet. Ist das du auch mein. Ach, ich bin schon wieder vergiftet oder was? Ja, wow. Du kommst halt aus diesem scheiß Gift wieder nicht mehr raus. Ach so. Oh Gott. Und ihr verpisst sich einfach, weißt du? Ja, ich brauche halt Speere. Finde ich. Ich brauche Speere. Ich brauche für alles immer eine Ausrede. Oh, ich brauche Speere. Oh, ich brauche Pfeile. Oh, ich bin tot. Oh, ich spiele gar nicht. Oh. Das ist gar nicht Diablo. Hauptsache. Europa aufrede. Europa Universalis 2 ist das hier. Geil. Oh, da habe ich einen Level Down. Down geht doch gar nicht. Doch. Weißt du, anstatt dass man diesen Boss tötet, rennt er da weg. Ich dachte, der ist schon tot. Junge. Ich dachte, du hast ihn schon getötet. Wie denn? Er vergiftet mich und dann muss ich wieder gehen. Weiß ich nicht. Weil das Gift absurd viel Schaden macht und du nichts gegenheilen kannst. Und Gegengift völlig sinnfreier Scheiße ist. Macht wirklich viel Schaden. Ich bin wieder vergiftet. Du kannst nichts dagegen tun! Und nein. Gegengift ist nichts, was man dagegen nutzen kann. Du kannst Gegengift verwenden. Nein! Du kannst dein Dings volllegen mit Gegengift und trotzdem bist du am Schluss immer noch vergiftet. Ist er inzwischen tot, der Boss? Nee. Was machst du denn? Ich bin eingefroren. Ja, das war ich vorhin auch die ganze Zeit. Ich hab den Boss trotzdem getötet. Ich hab aber nur normale Angriffsgeschwindigkeit. Ja, und? Wenn das noch eingefroren ist, ne, dann ist es vorbei. Ist bei mir auch. Mann, Mann, Mann. Schatten hilft dir doch. Ja, hoffentlich. Da siehst du, der läuft hinterher und schlägt mal drauf. Ja, eingefroren. Sehr gut. Oh, ich bin eingefroren. Oh. Ich bin ein Eis am Stiel. Oh. Gott, nehmen wir mal den. Oder den nehmen wir mal jetzt. Macht auch nicht viel mehr Schaden. Er ist nicht beeindruckt von dir. Der war das, den wollte ich. Boah, wow, einmal getroffen und ich muss wieder. Ich bin mal komplett weg.
Ich bin auch mal weg. Sind meine Tränke nicht mehr. Achso, stimmt, ich bin ja gestorben. Schwierig, der Gegner. Der macht viel Schaden und hält viel aus. Ja, wir können nicht drum rumgehen. Wir können dich stehen lassen, das geht schon. Nee. Oder zurücklocken und dann weiterlaufen. Ich nehme mal lieber den Portal. Den Teleporter, nicht das Portal. Lebt ja immer noch. Achso, ist jetzt mal getötet. Hey, Gegengift. Nimm's und dann. Wow, so schnell. Level 1. Mir gefällt es hier unten nicht. Wir müssen aber bis Level 2 kommen. Für den Teleporter. Und Level 3 ist dann da der. Und der macht die Tür auf. Gut, das sind Beine, das sind viele, aber. Rattenmeier. Moment. Ist das hier ein Kulturabenteuer? Wow, machen die viel Schaden. Alter! Mal kurz weg. Der Rattenmann. Noch mal kurz weg. Klingt tatsächlich wie aus Cthulhu. Ist der Teleporter irgendwie sicher oder eher das Portal? Weiß nicht. Nutzt mal deins. Eher nicht sicher. Hä? Eher nicht so sicher. Aber warte. Gleich ist sicher. Ja, doch, die krieg ich gut weg. Das geht. Gut. Gehen wir nach unten. Da ist noch irgendwas. Eine dunkle Kreatur. Noch mehr Rattenmänner. Wirklich. Ich komme hier raus und da ist ein Boss. Geil. Eingeklemmt zwischen dem Boss und dem Gegner. Ach du Scheiße. Ach, der Boss ist immun gegen Blitz. Oh Gott. Das wird jetzt interessant. Ja, man verliert auch, wenn man Geld hat, Erfahrungspunkte, habe ich das Gefühl. Warum? Was soll der Blödsinn? Warum werde ich so hart doppelt bestraft? Was ist denn los? Nein. Warst du noch Rüstung? Immer runter, räum auf. Ja. Den Boss kriege ich nicht. Dann mach den Rest mal weg. Muss versuchen. Ist es sicher runterzugehen? Nee, ich würde es nicht riskieren. Also einmal rauben. Ist genauso gut wie ein richtiges Kommentari. Fast wie ein richtiges Let's Play, was ich hier mache. Und? Kann ich runter oder? Ja, das sind halt ein paar, ne? So, 5 Stück, 6. Ah, ich hab ihn gefolgt. Wir können Schluss machen. Nee, warte mal kurz. Ich würde da vielleicht jetzt nicht dann runter gehen. Doch, ich muss da jetzt runter. Das ist nämlich. Oh, der hat halt Zeug wieder. Gut. Mit 34 Leben. Was machen wir jetzt? Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Das ist auch direkt an der Treppe, ne? Ja.
ungünstig. Was kann ich für euch tun? Oh, ich könnte meine Tränke mal wieder belegen. Wenn den Boss kriege ich halt nicht tot, und der macht den meisten Schaden. Naja, wenn ich da jetzt runtergehe, stehen sie halt alle direkt neben mir und schlagen direkt auf mich drauf. Das möchte ich halt vermeiden. Die sind doch recht schnell, das ist das Problem. Mhm. Die waren auch recht schnell da, nachdem du die Tür aufgemacht hast. Können wir uns darauf einigen, dass du in Zukunft keine Türen einfach so aufmachst? Das wäre sehr gut. Ich probiere den normalen Weg nochmal. Landest du denn nicht auch direkt da? Fast. Fast direkt, ja. Sag Bescheid, wenn du... Ich hätte den linken Weg nehmen sollen. Mhm. ...gewesen. Und weiter geht's. Mach mal. Okay, das Portal müsste sicher sein. Genau sagen kann ich es nicht, aber... Ach, hier sind noch so eine... Viecher. Ah, so Gegner meinst du? Besudelte. Die auch immun gegen Blitze sind. Rattenmann findet echt die Betrug-Abenteuer. Das ist schon penetrant. Ne? Also meine Leiche liegt dann da in der Richtung. Ja, dann gehe ich mal in die andere Richtung. Ne? Wie bist du denn da gegangen? Weil die Tür zu ist. Ja, nee, da. Ja, genau. Stahlbrand. Ne? Stählbrand. Also hier geradeaus. Junge, da ist ein Boss. Interessiert mich deine Leiche gerade ein Scheiß. Okay. Hast du einen Besudelte da, oder? Nee, das war so ein Schattenmann. Okay. Ist ja noch einer. Jetzt bring dir den nächsten Boss hier an. Ja, der steht doch hier nur rum. Noch ein solcher. Diese Alkoholiker. Nicht gut so. Nächster Boss ist tot. Sehr gut. Hey, ich habe ein besseres Katana, Klaue gefunden. Soll ich die jetzt mal zum Dings geben? Oh, das geht ja nicht mehr. Ja, genau, die. Ich hole mal meine Ausrüstung. Okay. Kann dir zwar nicht helfen, aber ich habe meine Ausrüstung. Schön für dich. Da würde ich übrigens nicht lang gehen. Wo müssen wir? Ich weiß nicht, weil ich jetzt auf rechts weiter. Links scheint es nicht weiter zu gehen, oder? Du warst doch weiter links. Ich bin ja noch in der Süden gewesen. Okay, hier sind Gegner, aber die kriege ich kurz. Mhm. So ein kleines Problem mit den Besudeln. Die machen doch recht viel Schaden, muss ich sagen. Und hier kommt jetzt eine dunkle Kreatur. Ja. Möchte mal Heiltrank. So ein Besudler ist schon mal tot. Also links geht's auf jeden Fall nicht weiter. Da sind noch ein paar Bosse. Ja toll, danke, dass du mir jetzt auch dunkle Kreaturen hier anschleppst. Danke. Lock doch noch jetzt mehr. Bin ich wieder schuld. Ich hab doch gar nichts gelockt. Und wieso kamen die dann von links gelaufen? Das weiß ich nicht. Du bist doch nach links abgehauen. Und hast scheinbar nichts gekillt unterwegs. Achso, du meinst diese schwarzen Dinge? Ja, dunkle Kreaturen. Oh ja, die habe ich genommen. Ach, Alter, so ein Arschloch, weißt du? Oh, ich krieg dich tot, mach du die mal. Oh, ich lock dir noch mehr Gegner, hoffentlich verreckst du, Hurensohn. Nee. Nee, die krieg ich tot. Die kann ich. Ja, machst du halt nur nicht tot, ne, weil.
Ja, doch. Das ist der Schatten schon wieder. Mach ich jetzt. Achso, nachdem ich jetzt ein paar Mal verdeckt bin, kann man ja mal was machen, ne? Hauptsache, ich verliere wieder all mein Geld. Und all meine Erfahrungspunkte. Geil. Aber die dunklen Kreaturen sind weg. Ja, ja. Die werden wiederbelebt jetzt gleich, aber... Ja, dann töte halt endlich mal ihren Meister. Hey, ein gelber Bogen. Der ist auch tot. Töte mal diese Dinger da. Welche Dinger? Ach, diese Bestien. Mach's doch selbst. Oh, da kommen wir.